Was geht ab, Mano Z-Fighter? Ozer hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Nun, unser dreifacher Super Saiyan Broly hat es nun endlich ins globale Dokkan Battle geschafft. Er ist jetzt online mit seinem Banner, mit seinem Dokkan Event. Wir werden uns gleich Näheres zu ihm anschauen und uns der Frage stellen, ob ihr überhaupt für ihn summonen solltet. Zuvor, er hat auch eine neue Celebration angefangen quasi. Und es gibt auch ein bisschen neue News, die werden wir uns ganz kurz angucken. Wir sind nun im Update 3.7.2. Ist nicht viel hinzugekommen, nur Bugs wurden gefixt, gewisse Bugs. Und ansonsten würde ich sagen, wir gucken direkt zum Event an, was nun bevorsteht, was bis zum 15. Februar unserer Zeit geht. 7 Uhr morgens geht. 15. Februar, 7 Uhr morgens. Und genau. Quasi ist jetzt die nächste Celebration. Wir haben hier 16 Events, wir gucken das Ganze mal am besten an, von oben nach unten. Und zwar ist ein Login-Boni ganz klar online. Das ist jetzt schon online. Wir bekommen quasi ein Dragonstone pro Tag und gewisse Items. Yay! Special Missions fangen ab morgen an, ab morgen 1 Uhr nachts unserer Zeit. Da werden wir dann gucken, was für Special Missions es gibt. Quasi werden wir dann auch über die Mission täglich Stones holen können, gewisse Items und so weiter und so fort. Dragonstone Sale ist auch online momentan. Könnt ihr euch gerne mal angucken, was da so abgeht. Könnt täglich 3 Dragonstones zum Preis von 1 holen, 24 Dragonstones zum Preis von 12, das Ganze 3 Mal und 32 Dragonstones mit über 50% Rabatt einmalig und 91% wären intens, aber nein, 91 Dragonstones mit einem Rabatt von 20% bis zu 5 Mal. Dann gibt es einen neuen Pilastrove-Pack, Kamehameha Special Pack. Ich sag jetzt schon, lasst die Finger davon. Also, da könnt ihr euch ein garantiertes Ticket holen, Kamehameha-Ticket. Damit könnt ihr euch einen der drei Family-Kamehameha-Charaktere aus dem Barbershop holen. Ich glaube, das Pack kostet um die 9 Euro waren es. Man bekommt bis ein paar Items, wie gesagt, diesen Ticket, mit dem ihr euch entweder Goten, Gohan oder Goku holen könnt. Oder dann kriegt man davon noch spezielle Tickets, bei denen man einen Banner summonen kann. Nein, holt das bitte nicht. Es lohnt sich auf keinen Fall. Ob für den Charakter, ob für den Banner. Nee, wir werden uns den Banner gleich angucken, was man da holen kann. Aber in keinem Fall lohnt es sich, das zu kaufen, auf jeden Fall. Dann, Broly ist auch schon online mit seinem Banner. Wie gesagt, gucken wir uns gleich näher an. Sein Dokkan Event ist auch momentan erhältlich. Story Event ist back, ist auch schon online. Das wird noch online kommen, das Bio Broly Event am 5. Februar, 37 unserer Zeit, sowie der physische Banner. Und Story Event zu dem Saiyan Man wird auch online kommen, am 10. Februar jedoch, 37 unserer Zeit. Bonus, Turtle School können wir jetzt täglich 3 Mal machen, das ist nice, würde ich jedem empfehlen. Also 3 Mal können wir das täglich clearen, sowie 3 Mal Training in the Clouds. Ja, das könnt ihr machen, wenn ihr Charaktere trainieren müsst, aber da ist das hier schon wichtiger, viel wichtiger, das 3 Mal täglich zu machen. Hidden Potential, nicht falsch verstehen, hier steht zwar Weekly Events are open, aber sie sind nicht jeden Tag. Nicht jeden Tag sind alle Hidden Potential Events geöffnet, sondern nur am Wochenende. Denn hier steht ganz klar dran, von beginnend vom Freitag immer, bei uns das 1 Uhr nachts, also Samstag 1 Uhr nachts unserer Zeit, bis bei uns Montag 1 Uhr nachts unserer Zeit sind diese immer online. Also quasi nur am Wochenende sind alle Hidden Potential Stages online. Diesen Banner hier werden wir uns gleich näher anschauen, das ist auch schon online. Und hier bekommen wir dann quasi dreifach Experience aufs Training, um es kurz zu fassen. Und Double XP auf die Quests sind online. Aber gut, Hauptaugenmerk ist ganz klar der Super Saiyan 3 Broly. Wir schauen uns erstmal an, was denn der Charakter an sich kann, sind auf Dokkan Battle Wiki. Er ist der, das ist eine Dokkan direkte Form, er ist der Extreme Tech und damit der letzte 120% Neo Guard Leader. Er gibt Extreme Tech Charakteren Ki plus 3 auf 420%, Super Tech gibt er Ki plus 1 auf 450%. Er macht immens Damage und verhindert die Verteidigung des Gegners stark. Seine Passive, er bekommt 100% auf seinen Angriff und für jeden Ki, egal welcher Farbe, bekommt er weitere 12%, aber verliert 10% pro Ki von seiner Verteidigung, bekommt jedoch 12% auf seinen Angriff. Links hier Super Saiyan, Saiyan Lineage, Berserker, Prepared for Battle, Fierce Battle, Limit Breaking Form, Nightmare und er wird dann zukünftig natürlich in der Kategorie Super Saiyan 3 sein. Er hat auch eine farmbare Essay, das ist der physische Broly, den man auch erwecken kann durch seinen Dokkan-Event. So sieht er aus und genau, nur zur Info, er ist gar nicht mal so schlecht, er hat auch Fierce Battle, nimmt er mit. Durch sein Awakening bekommt Ki plus 3 durch die Passive, Attack plus 70%, heißt ein sehr guter Free-to-Play-Charakter, er droppt auf Stage 1 des Broly-Events. Aber, der dreifache Broly an sich, Leute, erstmal zur Karte selbst. Immens. Es ist wirklich
eine nicht zu unterschätzende Karte. Er macht richtig gut Damage, richtig viel Damage. Er ist ein Hardhitter quasi. Er macht wirklich einfach nur, um es auf den Punkt zu bringen, Damage. Er ist da, um Schaden zu machen. Das merkt man auch an seiner Passive. Er bekommt 100% so fix. Und für jeden Orb, den er einsammelt, weitere 12% auf den Angriff. Verliert aber 10% Verteidigung. Viele haben da gemeint, dass er vielleicht einen Buff bekommt und das mit der Verteidigung wegfällt. Ich habe das immer bestritten, abgestritten, weil warum sollte das? Ich meine, das ist keine schlechte Passive. Nur weil er quasi Defense verliert, ist er trotzdem nicht schlecht. L.A. Broly hat genauso eine Passive. Wenn er ultet, verliert er immens, dann hat er negativ Verteidigungswerte. Trotzdem, wenn er einmal reinhaut, haut er alles weg. Also mit dieser Karte ist es nicht arg viel anders, sage ich mal. Unterschätzt ihn ja nicht. Er selbst als Karte ist wirklich 1A. Er macht wirklich übertrieben viel Schaden. Und das sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen, nur weil er 10% Verteidigung verliert. Natürlich müsst ihr dann aufpassen, wo ihr ihn hinsetzt, damit ihr nicht viel Leben verliert in einer Runde. Aber das ist noch im Bereich des Machbaren, sage ich mal, auf sowas zu achten. Aber gucken wir mal seinen Banner an. Und zwar in seinem Banner haben sie das geändert und ihr seht schon, was? Vierfacher Vegeta ist total random in seinem Banner drin. Heißt, sie wollten den Banner-Wert ein bisschen steigern. Finde ich nicht so schlecht, weil Vierfacher Vegeta war übertrieben lange nicht online. Aber die Sache ist, der passt da halt gar nicht rein. Das ist ein reiner Tech-Banner, Extreme-Tech-Banner. Und auf einmal ist Vierfacher Vegeta da. Das ist so total random. Wir haben in dem Banner ganz klar Broly gefeatured, Mass Saiyan, Vierfacher Vegeta, Fusion Zamasu, Golden Freezer, Kid Buu, Cell und SRC-17. Die Sache ist, die solltet ihr bei dem Banner summonen. Wegen dem Banner-Inhalt, sage ich mal. Der Charakter lohnt sich auf jeden Fall, aber wegen dem Inhalt, nein. Nein, weshalb? Denn dieser Banner gibt trotzdem nicht so viel her. Die Extreme-Tech-Charaktere sind wirklich ein spezifisches Team. Da müsst ihr schon die richtigen Charaktere haben. Und okay, aus dem Banner bekommt ihr wirklich mehr oder weniger die richtigen Charaktere. Hier sind noch zwei Neo-Garten, die da drin, sollte man nicht unterschätzen. Aber wir sind in dem Punkt, wir haben schon Kategorie-Teams, wir haben schon Kategorie-Leader. Heißt, wenn ihr irgendein Kategorie-Team habt, irgendein Kategorie-Leader, dann braucht ihr nicht Broly. Vorerst jetzt nicht. Denn Broly ist weitaus besser aufgehoben im zukünftigen Super Saiyajin 3-Team vom Bardock, der auch noch zu uns kommen wird. Und deshalb ist es wirklich kein Muss hier für Broly zusammen, vor allem nicht für Anfänger, weil ihr müsst im Hinterkopf behalten, Broly ist sein letztes 120% Lead und ab dann nach ihm werden nur noch Kategorie-Leader kommen. Der nächste sollte Angel Golden Freezer sein, dessen Banner weitaus besser ist, dessen Kategorie weitaus besser ist. Oder vielleicht sogar Super Vegito, was noch besser wäre quasi. Deswegen an der Stelle auf jeden Fall würde ich jedem abraten, eigentlich hier zu ziehen, da es quasi keinen. Also ist schwierig. Wenn ihr die Karte braucht, dann macht ruhig, dann zieht. Aber wenn ihr irgendein 120% Team schon habt und damit klarkommt oder Kategorie-Team, dann braucht ihr keinen weiteren. Dann braucht ihr keinen Broly, vor allem nicht für die Anfänger. Denn wie gesagt, um es kurz zu fassen, Broly wird auf jeden Fall in dem Super Saiyan 3 Team viel, viel besser sein. Und jetzt sagt ihr vielleicht, ja, in dem Super Saiyan 3 Team brauche ich ihn doch. Wieso soll ich dann jetzt nicht ziehen? Denn er wird noch in ein oder anderen Banner kommen. In dem besten Banner, in dem er kommen wird, Broly, ist in dem vom neuen Strength Rosé, der noch zu uns kommen wird, da ist er auch gefeatured. Deshalb würde ich da auf jeden Fall sagen, es ist wirklich kein Muss bei ihm zusammen. Zum einen erst noch den Banner, ich flehe euch an, zieht da ja nicht. Das ist auch der Ticket-Banner, die Tickets bekommen wir nur über die Pilaf's Trove. Und so oder so lohnt es sich in dem Banner überhaupt nicht zu ziehen. Denn in dem Banner braucht ihr diese ganzen Charaktere sind nicht schlecht, nicht alle. Ein paar sind gut, aber ihr braucht da keinen einzigen Charakter. Da sind auch keine Allergie in dem Banner. Heißt, ich flehe euch an, verschwendet hier keinen einzigen Stone in dem Banner hier. Da ist für Anfänger wirklich dieser Banner noch weitaus besser, weil ihr hier einen garantierten Promutlisam bekommt. Dieser Banner ist noch online bis zum 9. Februar, 7 Uhr unserer Zeit. Und 4 von 5 Charakteren in dem Banner, die gefeatured sind, sind wirklich 1A, die sind wirklich echt gut und die sind noch alle LR drin. Also für Anfänger wäre dieser Banner wirklich viel, viel besser. Oder halt, ja, LR Trunks Banner ist auch noch online, aber da würde ich dann wirklich eher zu dem Banner hier raten, weil ganz einfach, ihr bekommt pro Mutlisam einen garantierten und beim allerersten Mutli bekommt ihr entweder Vegeta oder Beerus und beide sind wirklich sehr gute Units in dem Game momentan. Sind zwar nicht Dokkan-exklusiv, sind trotzdem 1A. Und Trunks ist ebenso noch online bis zum 10. Februar, solltet ihr nicht vergessen.
Ja, aber da wissen wir die Sache jetzt. Da braucht ihr wirklich Glück, um Ella zu ziehen, trotz dessen, dass er gefeatured ist. Die Sache ist, Broly, wie gesagt, ist kein Muss, Leute, also. Spart da ruhig eure Stones lieber für den nächsten Kategorie-Banner, der nach ihm kommen sollte Mitte Februar. Oder halt, ihr wartet direkt auf Rosé und Tech Vegito Blue. Spart darauf, weil da ist Broly auch dabei und fast alle der Charaktere sind auch mit am Start. An der Stelle, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.